Am 9. Bundesligaspieltag hat der FC Bayern München sein drittes Pflichtspiel in Folge gewonnen und die kleine Krise offiziell beendet. Das 2:1 beim FSV Mainz 05 stellte Thiago mit seinem Glitschentor sicher. Durch den Erfolg klettert der FCB auf den zweiten Tabellenplatz und ist bis auf 2 Punkte an den Spitzenreiter Borussia Dortmund herangekommen. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Die torreichste Begegnung des Wochenendes fand in Bremen statt. Werder verpasste den Sprung auf den zweiten Rang durch eine 2:6 Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen. Bei der Werkself darf der in der Kritik stehende Coach Heiko Herrlich auch dank eines schönen Hebers von Kai Havertz erst einmal durchatmen. Werder Bremen, Bayer Leverkusen 2:6, 0:3, Tore, 0:1, Volland 8., 0:2, Brand 38., 0:3, Belarabi 45., 1:3, Pizarro 60., 2:3, Osako 62. Nach Videobeweis 2:4 Havertz 67. 2:5 Dragovic 72. 2:6 Langkamp 77. Eigentor RB Leipzig, Schalke 04 0:01. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1:1 0:0 Tore 1:0 Zrelak 78. 1:1 Haller 90. 2. TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart 4:0, 0:0, Tore, 1:0 Brennett, 48., 2:0 Jolinton, 51., 3:0 Belfodil, 57., 4:0 Belfodil, 60. Rote Karte nach Videobeweis, Inshua wegen groben Foulspiels, 8. FSV Mainz 05 Bayern München 1:2, 0:1 Tore, 0:1 Goretzka 39., 1:1 Bözius 48., 1:2 Thiago 62., Hannover 96 FC Augsburg 1:2, 0:1 Tore, 0:1 Kedira 8., 0:2. Pinbogason 63. Handelfmeter nach Videobeweis 1:2 Bebu 72. Borussia Dortmund, Hertha BSC 2:2 1:1 Tore 1:0 Sanko 27. 1:1 Kalu 41. 2:1 Sanko 61. 2:2 Kalu 90. Ein Foulelfmeter, Fortuna Düsseldorf, VfL Wolfsburg 0:3, 0:1 Tore, 0:1 Weghorst 41. Handelfmeter, 0:2 Brekalo 73. 0:3 Ginczek 80. SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach 3:1, 1:1 Tore, 1:0 Petersen 1. Foulelfmeter, 1:1 Hazard 20. Foulelfmeter, 2:1 Waldschmidt 57. 3:1 Höhler 90. 4.